Hallo und willkommen zu Secret World. Zweite Folge. Wir haben in der letzten Folge haben wir angefangen, haben den Charakter erstellt, haben die ersten Intros gesehen, das Tutorial durchlebt und jetzt geht's weiter. Wir sollen zum, was war das, Red Cross? Red Cross Circus. Genau. Dann Genau. machen wir uns direkt auf den Weg. Ja, dann laufen wir los. Ich hoffe, es wird jetzt nicht wieder ein bisschen laggen in der Stadt. Ah, ich bin schneller als du. Ja, ich habe dich extra ein bisschen vorgelassen. Ach, guck mal, da drin ist noch ein Wissen. Hier übrigens ganz cool, so ein Plattenladen. Ja, gibt es heutzutage nicht mehr. Ja, oder wenn dann Schade. wirklich sehr, sehr selten. Ah, ich will unbedingt wieder einen Plattenspieler haben. Ja, total geil, oder? Super. Also, dieses Knarzen einfach von einer richtigen Schallplatte ist nicht zu ersetzen. So, also Haben wir. dieses Wissen wollte ich jetzt nicht unbedingt vorlesen. Wenn ihr das wollt, dann schreibt uns das, dann tun wir das natürlich auch gerne. Ich wollte eher so auf die Zettel und Botschaften und sowas, die wir finden, dann ab dem ersten richtigen Questgebiet da näher drauf eingehen. Also wir können das ja sonst so machen, wenn wir Wissen finden. Wir machen das auf, lassen das so 2, 3 Sekunden offen. Wer es lesen kann, pausiert, liest sich's durch. Wer nicht, Genau. der Und wenn ihr nicht. wollt, dass wir mit unserer wunderschönen Stimme diese Lore vorlesen, dann tun wir euch das zuliebe auch. Solange dann keine Worte wie Bürste, Büste. Guck mal, du hast schon das R drinne gehabt. Büste. Also hier ist zum Beispiel so der Klamottenladen. Das Da kann man hier so einen Reif-Magazin. Shop öffnen und dann kann man sich hier so Klamotten kaufen. Ja, Ah. du hast gerade was angedeutet. Hier liegt da so ein schönes. Ich guck mir das gerade durch. Da kann man hier so die. Ich finde das total genial. Oho. Und dann sieht man hier Tatsache so ein Katalog für Klamotten. Einfach total genial. Ich blätter den gerade durch. Oh, Die ja. gefällt mir. Ich wette, warte, welche Seite ist das? Ist das das mit dem Bikini? Ja. Okay. Aber die auf der linken Seite. Ach so, auf der linken Seite. Ach ja, eher. Ich mag sowas. Sehr schick. Was ist das denn da für einer? Ist das Der hier. Gold, ne? Sieht ein Ja, der bisschen sieht. aus wie aus Watchmen, nur in Gold. Ja, oder aus Fantastic Four, der Silver Surfer, das ist der Gold Stimmt. Surfer. Oh, das finde ich geil. Das Weiße. Ja, genau. Das ist cool. Das hat was. September 2. Ach, das sind Monats. Nee, September 2. Ach doch, hier. August, September. Special thanks to. Vielleicht sind das irgendwelche Leute, so Fans, die das erstellt haben. Es kann sein, ich bin mir da gerade gar nicht so sicher. Sieht auf jeden Fall sehr, sehr geil aus. Ja, Oh, wäre auf jeden Fall eine nette Idee, wenn das war sowas. hier September 2013 mit der Hochzeit hier. Das links die im Bild. Das gefällt mir auch Mal, sehr cool. ist das nicht was für dich hier? Die rosane Jogginghose? Hier, warte, was sind die denn? Wo bist du denn? Oh ja, oh ja, die muss ich haben. Die habe ich zu Hause privat auch. Genau Nein. die. Genau die. Da steht sogar drauf. Miederhemd, Jogginghose, knöchelhohe Segeltuch-Sneakers. Das ist hier die Frauen. Ach ja, ich bin ja eine Frau. Hier, sowas habe ich doch an. Sowas in der Art, bis auf die Schuhe. Die Stücke Schuhe Ah, fehlen mir noch. das sieht hier so ein bisschen aus wie Alan Harper Oh Stil. ja. Ich mache den Charlie. Oh, Ja, hier für den sonst wiederholt sich Mode, viel. für den modebewussten Killer. Mit so einem rosa. Ja, aber sehr, sehr cool. Ich finde es sehr cool. Dann kann man hier halt einfach in den Shop reingehen und dann kann man sich die Sachen angucken und kaufen. Man kann ganz einfach hier, wenn man auf C drückt. Ach ja, ich habe einen Titel. Ich bin der Loyalist. Ups, das Ziel erreicht. Kann man hier unten auf die Garderobe gehen und dann kann man hier jederzeit seine Klamotten anpassen. Ich könnte auch, wenn ich will, meinen Mantel, glaube ich, ausziehen. Wie hast du das gemacht? Wenn du auf C drückst für Charakter Ach so. und dann steht da unten Garderobe. Ach hier, entfernen. Also könnte auch so rumlaufen. Warte, ich hab's nicht gesehen. Nee, ich kann nicht nackig rumlaufen. Ich Nein, kann nur nein. meinen Mantel oder was ist es ausziehen. Ah, okay, ich kann dann hier, das sind die Sachen, die ich habe. Genau. Noch hat man ja nur diese Standardklamotten. Brauche ich nicht. Okay. Ich glaube, wir haben eh keine Kohle. Ja, null. Also können wir uns auch nichts kaufen. Das ist zu viel. Also ich muss ja sagen, der Bart passt ja bei dir, ne? Ja, ne? Ja. Aber es gibt nie ein richtiges Blond. Es ist immer zu hell Ja, bei Spielen. ich brauche so Straßenköterblond. Ja, genau, das will ich ja auch immer, Ja, aber aber ich das hätte. gibt's meistens nicht. Entweder gibt es braun oder das Ah, ich hier. finde diese Busse so geil, ne? Ja, Ich finde die so Doppeldecker. genial. Read Comics. Comics, Kann ich das ist euch eine nur Aussage. empfehlen. Oh, was sind das für welche?
Kann man das Ah ja, sehen? keine Originalen, glaube ich. Nee, leider nicht. Aber sieht cool aus. Bingo! Drink Bingo! Das habe ich vorhin schon mal gesehen. In der ersten Folge habe ich es, glaube ich, irgendwo vorgelesen. So. So, hier haben wir wieder ein bisschen Wissen. Oh, ist Das das. Summen. Ich mach's mal hier auf. Also das hier, das Summen. Gehen wir runter. Achso, hier ist schon Ende. Da muss man hier so die Sachen einzeln freischalten. Für das Summen bräuchte man jetzt, um es komplett zu haben, halt 8 Wissensteile. Davon haben wir jetzt einen gefunden. Und komm mal kurz mit. Ach ja, wenn du, ich glaube, Standardsteuerung ist, wenn du X drückst, dann kannst du sprinten. Also einmal X drücken, dann müsste sich unten eigentlich so eine Leiste auffüllen. Oh ja. Ich habe es umgestellt auf Shift, weil X war mir irgendwie zu blöd. Was ist das? Ist das ein Pub? Nee, Warte, wir können doch. ja mal reingehen. Ah, ist eine Bank. Oder? Bankhaus Bartleby und Töchter GmbH. Achso, Auktionshaus haben wir hier. Oh, guck mal, hier ist zum Beispiel ein anderer Spieler. Hat so ein paar Spikes und so ein Schwert. Hallo, anderer Spieler. Ach, hier ist noch Wissen versteckt. Nehmen wir doch direkt mal mit. Man hat hier auch so irgendwo. Irgendwo ist gut. Ich müsste jetzt suchen. Chronik. Sesam, öffne dich. Nein. Ich mag auch dieses, also das ganze Inventar ist ja hier absolut minimalistisch. Also nicht Inventar, Interface. Ja, das, was man braucht, ne? Das finde ich ganz gut. Finde ich auch angenehm. Also hier hätten wir das nächste Wissenspaket. Oh. So, und jetzt kann man. Genau, da wollte ich auch hin mit dir. Ah. Hier runter. Ich Aha. sag mal, die ganzen Wissenspa ja, die ganzen Willst Wissenspakete sind hier versteckt in der Stadt. du mich hier etwa in irgendwelche dunklen Ecken führen? Ich weiß nicht, ob du lebend zurückkommst. Hier ist nämlich auch noch ein bisschen versteckt. Ich habe tatsächlich mir mal Zeit genommen, alle Hauptstädte zu durchstöbern und das ganze Wissen zu sammeln. Kriegt man dafür irgendwas? Ich bin mir gerade nicht mehr sicher, es ist schon etwas her. So, hier wäre das nächste. Ach so. Nee, Ach so. ich mache mal das Fenster auf, damit die Leute lesen können. Ah, okay. Also ich wundere, warum lässt er das nicht so lange auf? Wie gesagt, pausieren und dann könnt ihr euch das in Ruhe durchlesen. Genau. Und wir gehen jetzt mal weiter Richtung unserem Questziel. Aber wir werden bestimmt auch noch London erkunden. Aber ich weiß nicht, ich finde das schon geil, hier einfach so in London rumzulaufen. Ist auch sehr schön. Ich finde es ja schön gemacht, man, hier Straßenschild. Temple Court. Und da ist tatsächlich wieder ein bisschen. Oh, jetzt hat es ganz kurz gelaggt. Bei mir läuft es gerade echt gut. Ja, das war jetzt wieder das erste Mal, dass ich so einen kleinen Lag hatte. So, hier nochmal Wissen. Man kann auch alle Fenster frei verschieben, wie man mag. Ach, hier, da, Erfolge. Da gibt es tatsächlich Erfolge. Hier Zentren, Karussell erkundet. Hier Temple Court haben wir jetzt erkundet. Und dann kann man sich hier die Erfolge zusammensuchen. Ich weiß nicht, ob jetzt einzelne Erfolge auch irgendwie ein Item bescheren oder ein Titel oder sowas, aber das werden wir mit der Zeit noch rausfinden. Ja, dann gehen wir mal in die tolle Tempelanlage rein. Oh, guck mal. Ein Eine Kätzchen. Katze. Ist das eine nackte Katze? Ah, nee, doch nicht. Ist Das eine sah aus wie. weiße, so eine Sphinx oder? Oh, hier Ich sind ganz hatte viele auch. Katzen. Sehen auch nicht gleich aus. Ach nee, ja, hier ist eine Stark gefleckte gepunktet. Kuhkatze. Das ist So, eine dann gehen wir schwarze mal hier. Katze. Soweit ich weiß, ach, da in der Mitte, das ist hier Oh. diese Tempelanlage von den Templern, passt ja. Ah. In der Mitte haben wir noch mal ein bisschen Wissen. Nehmen natürlich alles mit. Shop So, und das öffnen. Stück hier. Ja, wenn der Shop öffnet steht, dann kannst du da halt einkaufen. Verkaufen die irgendwas. Okay. Wo bist du? Ach da. Hier relativ in der Mitte. So, jetzt müssen wir hier da rein. Und dann kommt eine kleine Zwischensequenz wieder. Damit So. sparen sie wirklich nicht. Ja, ich finde das auch ganz gut so. So, jetzt beginnt's. Herein! Herein! Freut mich, dass Sie einer Wegbeschreibung folgen können. Wir werden sicher großartig miteinander auskommen. Natürlich steht eine Einrichtung wie diese praktisch in den gelben Seiten unter Kreuzritter.
Richard Sonnek. Tja, Sie sind unserem Aufruf gefolgt. Sie haben Fragen, ich habe Antworten darauf. Zumindest einige. Zunächst einmal sind Sie nicht in eine dieser schrecklichen Dan Brown-Schmonzetten geraten. Wir sind nicht die Tempelritter. Diese Bezeichnung starb im späten 14. Jahrhundert aus, sowie Pagenköpfe und Scheiterhaufen. Nein, wir leben im 21. Jahrhundert. Als zukunftsorientierte Organisation, die ihre Stärke aus uralten Traditionen bezieht. Wie Loyalität und Blut und, um ehrlich zu sein, aus einer schlagkräftigen Privatarmee. Unsere strenge Hand muss die Welt vor sich selbst schützen. Streitende Geheimgesellschaften und grausige Dimensionen haben wir immer diskret verschwiegen. Bis die Schatten auf der ganzen Welt aufgetaucht sind, bis der dunkelste aller Tage angebrochen ist. Jetzt sind die Beweise im Fernsehen für jedermann sichtbar. Wir sind im Krieg. Die Macht wird siegen und es ist unsere Aufgabe zu bestimmen, wie die Macht richtig angewendet wird. Sie können das bestimmen, als Mitglied der Templer. Beweisen Sie, dass Sie den Willen haben, dann zeigen wir Ihnen den Weg. Ihre bemerkenswerten Kräfte können geschult und kontrolliert werden. Zumindest so weit, dass Privateigentum davor sicher ist. Wir haben eigens eine verstärkte Ausbildungsstätte für diesen Zweck. Kommen Sie danach wieder vorbei. So, meine Zwischensequenz ist Ende. Jo, meine auch. So, wir sollen jetzt hier die Feuerprobe betreten. Die ist direkt hier nebenan. Und ich glaube, da werden wir wieder getrennt. Mhm. Also hier rein. Genau, jetzt da rein, dann dürft ihr wahrscheinlich wieder... Hier, genau. Wollen Sie die Feuerprobe betreten? Ja. Und eine Zwischensequenz? Stimmt, hast recht. Was habe ich, Zwischensequenz oder Ladebildschirm gesagt? Da müsste aber auch eine Zwischensequenz kommen. Okay, ich wollte eigentlich Ladebildschirm sagen. Ja, Ladebildschirm und jetzt noch eine Zwischensequenz. Bei Brigadier Lupe, oder wie der hieß? Ach, beginnt schon. Grundgütiger, wir haben viel Arbeit vor uns. Die Feuerprobe ist mein Haus und in meinem Haus ist mein Wort Gesetz. Schluss mit der Mutterbrust. Ab jetzt ist das ihr Zuhause. Hier lernen sie am Leben zu bleiben. Sie sind ein unbeschriebenes Blatt. Sie haben Potenzial, darum wurden sie rekrutiert. Aber dieses Potenzial braucht strenge Führung. Sie sind eine geladene Waffe. Und wenn sie sich nicht kontrollieren und ihre Kräfte steuern, werden sie sich verletzen. Oder andere. Sie haben die Fähigkeit, Anima zu manifestieren. Ihre Lebenskraft in der physischen Welt. Um ihre Stärke zu steigern, ihre körperlichen Eigenschaften. Um Magie zu wirken. Kampfmagie, nicht dieses Feenzeug. Was auch immer sie in Händen halten, es dient nur dazu, ihre Kräfte zu lenken. Es gibt hier keine Zauberstäbe. Durch ihre Waffe kanalisieren und wirken sie ihre Magie. Es ist unwichtig, warum diese Kraft in ihnen erweckt wurde. Es gibt andere wie sie, und sie sind nicht auserwählt. Sie sind Teil einer Armee. Unserer Armee. Und tun jetzt das, was man ihnen sagt. So läuft das bei den Templern. Das hier wird ihr Spielplatz sein. Es ist nicht ganz so wie direkt an der Front, aber ähnlich genug. Wir haben mehrere Waffen, mit denen sie üben sollten. Sie können alle ausprobieren. Und danach wählen Sie eine aus. Sie müssen sich mit Ihrer Waffe wohlfühlen. Sonst steht nämlich nichts zwischen Ihnen und einem Platz auf dem Friedhof. Diese Dinger heißen Rakshasa. Einfache Höllenhunde. Sie sind angekettet. Früher haben sie immer die neuen Rekruten zerlegt. Machen Sie mit ihnen Zielübungen. Keine Sorge, sie spüren nichts. Und Gnade wäre fehl am Platz. Nutzen Sie Ihre Zeit in der Feuerprobe. Es bringt nichts, sich zu beeilen. Draußen sind die Dämonen nicht angekettet. Und ich kann Ihnen auch nicht Ihren mickrigen Arsch retten. Los jetzt, fangen Sie an. Ich gebe Ihnen unterwegs ein paar Tipps. Ja, sehr schön erklärt von dem Herrn.
Ich fand vor allem die Stelle ganz cool, wo er gesagt hat, das ist hier nicht so ein Feenzeugs. Ja. Ja, dieses Anima ist dann wohl diese Magie, die in uns erweckt wurde, die wir dann am Anfang im Video kontrolliert gelernt haben. Und jetzt sind wir hier in dieser schönen Feuerprobe, ich nenne es mal Waffenkammer oder Ja. Testlabor. Wenn ich mich jetzt auf eine Waffe festlege, heißt das, ich muss die immer benutzen oder ich kann irgendwann vom Sturmgewehr wieder auf die Schrotflinte Also du wechseln? kannst jetzt erstmal frei alle ausprobieren. Einfach auf die Quest gehen, annehmen und dann kannst du alles ausrüsten und das testen. Du kannst aber jederzeit im Spiel die Waffen wechseln, wie du möchtest. Okay. Also du Hey, wo ist legst jetzt dich mein nie Charakter? So, okay. auf eine Waffe fest. Also ich werde es mal hier so ein bisschen durchgehen. Hier haben wir Chaos-Fokus, Blutmagie-Fokus und Elementalismus-Fokus. Das sind so die Magier-Abteilung, sag ich mal. Hier haben wir halt die Schussabteilung mit Schrotflinte, Pistolen und Sturmgewehr. Und hier drüben geht es in die Nahkampfabteilung. Faustwaffen, Hammer und Klinge. Das sollen wir alle mal durchprobieren, sodass die Leute sehen, was die einzelnen Waffen so können. So, ich habe jetzt hier zum Beispiel die Klinge genommen. Jetzt rüste ich erstmal alles aus. Jetzt sieht man hier schon schön das erste Schwert. Jetzt kann man sich an denen hier am Übungsdämon schön vergnügen. Ich finde es auch schön, dass wenn man die schlägt, die richtig so zusammenzucken. Das Blut so ein bisschen aus der Seite spritzt. Und man sieht hier, unten links lädt man wieder Kombo-Punkte auf, Klingenressourcen in dem Fall. Und mit der zweiten Fähigkeit kann man die dann verbrauchen. So ein Rundumschlag. Umso mehr Punkte, umso mehr Schaden. Ich greife jetzt mal zum Hammer. Was probierst du gerade so aus? Ich habe jetzt die Pistole und habe vorher das Sturmgewehr mal ausprobiert. Also die Pistole sieht ein bisschen lächerlich aus, wie er damit rumfuhrt. Ich habe jetzt auch die ersten Fähigkeitenpunkte und so bekommen. Also es wird jetzt gerade eingeschaltet, ich habe jetzt noch nichts verteilt. Ich teste hier gerade so ein bisschen den Hammer. Es ist wirklich einfach so ein Vorschlaghammer, den ich hier habe. Und man sieht hier so mehr in Richtung Zauber, obwohl man halt einen Hammer benutzt, dass der Boden so brennt und mehrere Gegner trifft. Und, was wolltest du sagen? Ich glaube, mir gefällt die Schrotflinte von allen am besten bisher. Also ich muss auch sagen, Schrotflinte hat mir immer sehr viel Spaß gemacht und passend dazu der Hammer war eigentlich eine sehr coole Kombi. So, Pistole hat mir jetzt gar nicht gefallen. Das sah auch einfach, man guckt ja auch so ein bisschen nach dem Aussehen der Waffe, Ja, das ne? stimmt wohl. Und kann ich die Schrotflinte gar nicht auswählen? Doch. Okay, irgendwie fehlt mir das Symbol. Ja, ich guck gleich nochmal. So, ich nehme jetzt so ein bisschen die Faustwaffen. Die sind auch darauf getrimmt, dass die halt, ich sag mal, Faustwaffen, das ist zum Beispiel eher zum Heilen. Und Sturmgewehr ist, glaube ich, auch heilen. Dann gibt es noch zum Tanken, aber ganz genau weiß ich da auch noch nicht viel. Aber wir testen erstmal alle Waffen so ein bisschen aus. So. Jetzt habe ich hier Sturmgewehr. Schon ganz cool aus. So, jetzt wollen wir den da treffen. Den treffen wir bis. Mal gucken, wie weit das geht. Von hier aus treffen wir den. Also, ich glaube, das ist die Waffe mit der größten Entfernung. Und dann haben wir natürlich noch so einen Streuschuss. Jetzt haben wir hier noch Pistolen. Ah, das ist immer alles. Achso, ich muss sie noch benutzen. Ich rüste jetzt nur mal die Pistolen aus, nicht immer diese Talismane. So, Pistole geht ab. Ja. Ab hier. Wobei dieser zweite Angriff doch irgendwie ganz cool aussieht mit der Pistole. Wie sie hier so schön überkreuzt. Was hattest du jetzt? Du hattest auch schon hier so den Blutmagie und so ausprobiert, richtig?
Ja, das ist aber schon was her. Okay. Ja, jetzt gerade, ich bin da noch ein bisschen. Also weiß ich noch nicht, was ich jetzt haben möchte. Ich bin jetzt von Nahkampfwaffen, jetzt bin ich bei den Fernkampfwaffen, danach gehe ich zu dem. Ach so, okay, Magier. Ich dachte, da wärst du schon gewesen. Also das kennt ihr ja aus der ersten Mission mit der Schrotflinte. Da muss ich ja nichts Großartiges zu sagen. Denn ich werde auf jeden Fall dieses Mal einen Charakter machen, der auf Magie geht. Das habe ich immer so eine Mischung aus Nahkampf und Fernkampf hier gemacht. Da kann ich dir nur empfehlen, Hammer und Schrotflinte, super geile Kombi. Mhm. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Ich gucke jetzt mal, wenn ich jetzt rüberlaufe. Komm, sprinte. So, jetzt bin ich bei den Nahkampfwaffen angekommen. So, ich nehme jetzt mal das Chaos-Fokus. Dadurch habe ich jetzt Fähigkeiten Hand der Veränderung. Mhm. Das ist wieder so eine Schadensfähigkeit. Die scheint aber eher so im Nahkampfbereich zu sein. Ach, hier haben wir wieder die Ressourcen. Und verbraucht auch Ressourcen. Also eine Kombi-Attacke. Okay. Ich würde aber, wenn ich schon so, wenn ich auf Magie gehe, ein bisschen auf Fernkampf gehen. Nutzt Behindert-Status. So, hier hätten wir auch das wieder so. So. Aber die müssen wir schon wirken, also ein bisschen casten. Dafür hat er halt auch eine gute Reichweite. Oh ja, eine sehr nette Reichweite. Also bis hier. Und hier drunter haben wir dann für die Punkte, verbraucht 2 Blutressourcen, kann mit ihrer eigenen Gesundheit betrieben werden. Okay. Verursacht 94 Schaden und löst beim Ziel den Status Befallen aus. Aha. Oh, so viel Text. Verbrauche ich jetzt mein Leben? Nee. Ach, was ganz nett ist, der scheint. So verbraucht er nur 2. Und wenn ich jetzt 4 habe, verbraucht er so gesehen 2x2, damit es wahrscheinlich noch stärker wird. Ne, auch wieder 2, okay. Kann es sein, dass wenn ich jetzt keine Kombo-Punkte habe, der meine Leben dafür nimmt? Tatsache, der nimmt doch mein Blut. So, dann haben wir jetzt letztes noch Elementalismus. Und da haben wir einmal einen Schock. Ja, sowas gefällt mir doch. Sowas habe ich gesucht. Und hier haben wir noch Verbrennen. Ja, geil. Ich werde schon mal Elementalismus-Fokus als erstes nehmen. Okay, du nimmst den... um so einen kleinen Unterschied reinzubringen, einfach in die Charaktere. Du nimmst den Elementarismus... Genau, Elementalismus-Fokus nehme ich als erstes. Was heißt als erstes? Ja, wir können dass du dir das jetzt einfach als erstes auswählst, oder gibt es da nochmal eine interne Unterstufung, was ich jetzt als erstes auswähle, darauf setze ich meinen Fokus, also meinen generellen Fokus? Nein, du kannst jederzeit zwischen den Waffen wechseln, wie du willst, aber du kannst immer 2 Waffen gleichzeitig tragen und auch dann aus diesem Waffen-Fähigkeiten-Pool wählen. Mhm. Und ich nehme halt jetzt auf jeden Fall Elementalismus-Fokus als Waffenpool, also als eine Waffe. Und die zweite muss ich mir dann noch ausdenken, was ich dann noch dazu nehme. Aber ich denke, Elementalismus wird auch mal was anderes sein, weil meistens habe ich eher Nahkampf oder hier Schusswaffen genommen. Ich werde auch wahrscheinlich als Schusswaffe die Schrotflinte nehmen. Die gefällt mir einfach. Sehr geil, finde ich auch, sehr geil. Da musst du mal gucken, was du als zweites noch nimmst. Also ich versuche da immer so ein bisschen eigentlich 2 verschiedene Sachen zu nehmen, wobei ich mir jetzt beim Art Magier, sage ich mal, nicht so sicher bin, ob ich das machen sollte. Ich glaube, da nehme ich die Schrotflinte und ich nehme wohl eher die Klinge. Die Klinge ist auch ganz cool, ja. Aber ich habe halt Schrotflinte Hammer gespielt und die Fähigkeiten haben sich einfach super ergänzt. Das hat wirklich genial gepasst. Du hast ja aber gesagt, man kann das noch ändern, ne? Ja, du kannst das jederzeit ändern. Okay. So, ich nehme dann mal hier das Telefon. Ich weiß nicht, kann sein, dass jetzt noch eine Zwischensequenz kommt. Also. Ah, nee. Wenn ich jetzt weiß, was ich will, gehe ich einfach zu dem Typen, ne? Genau. Und dann liegt da so ein Telefon auf dem Tisch, das musst du hier nehmen. Mhm. Weil es gibt auch so ein ganz schönes Future.
wenn du Quest beendet hast, musst du nicht zum Questgeber zurückgehen, sondern du kannst einfach die Quest über das Telefon abschließen. Ah, okay. Sehr cool, finde ich immer praktisch, wenn man nicht immer wieder zurücklatschen muss. Okay. Wann kann ich auswählen, welche zwei Sachen ich mir jetzt nehme? Muss ich ehrlich sagen? Die Quest, die du jetzt als letztes machst, die Waffe hast du auch. Ah, okay. Also mache ich dann Schrotflinte? Genau, dann machst du halt die Fähigkeiten 1 und 2 mal testen, wie es in der Quest steht, und dann schließt du damit halt hier ab. Aber ich glaube... Okay, dann habe ich jetzt die Schrotflinte. So. Dann gehe ich jetzt zum Telefon. Und dann müsstest du die abgehakt haben. Dann müsste er kommen, die Feuerprobe verlassen und zu Sonics Büro zurückkehren. Ich würde auch sagen, dann werden wir hier erstmal die Folge beenden. Okay. Und in der nächsten Folge geht es dann ins erste Questgebiet, nenne ich es mal. Dazwischen wird noch was sehr Cooles kommen. Also könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Und ja, noch was von dir? Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao.